Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe von Trash Talk, denn unser Carsten Spengemann, er ist nicht in Deutschland, er ist in New Orleans. Carsten, erklär mal warum, weil das Super Bowl ist ja erst. Was will ich hier? Ich könnte jetzt aufstehen und darüber gehen. Ich habe mir tatsächlich eine Bewerbungsmappe geholt. Ich habe Samstag ein Date. Dieses Date werde ich mit einer Bewerbungsmappe beginnen. Ich darf die Besitzerin der Saints treffen. Wir sprechen ein bisschen über den Super Bowl. Wir sprechen ein bisschen über das, was New Orleans ausmachen wird, wo gefeiert wird, ob es sich für deutsche Fans lohnt, auch ohne Karte hierher zu fliegen. Und morgen darf ich mir mal Saints Training angucken und dann schubse ich da einfach den Interims Coach beiseite und sag so, pass mal auf, jetzt der Hamburger ist da, wir machen das jetzt. Jetzt wird alles gut. Der wird sich freuen. Das wollte ich jetzt sagen, Stoney. Aber man kann ja auch gut feiern in New Orleans, was ich weiß, ist ja auch eine Hochburg. Kann man in Hamburg auch. Stoney, kannst du dich noch erinnern an Hamburg? Was war dein Highlight feiertechnisch in Hamburg noch? Kannst du dich erinnern? Wir waren ja mal gemeinsam. Ich kann es nicht sagen, was mein Highlight war, weil da disqualifiziert man sich wieder. Es waren viele Highlights. Es waren sehr viele Highlights, aber ja. Ja. Okay. Auch heute hängen in diversen Gastronomiebetrieben ein Bild von einem bärtigen Mann. So geiles, ja, es war. Es war Hinweis, der kommt hier nicht mehr rein. Von dem her. Es wäre auf jeden Fall eine Reise wert, zum Super Bowl zu kommen, auch wenn wir dann keine Tickets bekommen, Stoney, damit wir einfach mal vergleichen können, wo kann man besser feiern, in New Orleans oder in Hamburg. Wie heißt das in New Orleans? Bourbon Street oder so irgendwas? Ja, die Bourbon Street, ja. Und zu Mardi Gras, ne? Genau, Bourbon Street, Canal Street, all das wird sozusagen eine riesengroße Fanmeile werden. Wir durften das gestern schon, als wir angekommen sind, uns angucken, von wo bis wo das geht. Das wird riesig. Also da könnte Stoney dieses ein oder andere Lokal, glaube ich, sag mal so. Aber ich weiß ja, der Carsten will ja immer ein grimmiges Bild von Hamburg zeichnen, aber ich glaube ja fast, dass New Orleans ist gefährlicher, glaube ich, oder? New Orleans ist auch gefährlich. Ja, ich glaube schon. Da rennt man immer so lustig um. Aber gefährlich ist New Orleans vor allem für Trainer. Und das ist ein Wahnsinns-Segue, den ich hier habe. Denn besagtes Team aus New Orleans, nämlich die Saints, die haben ihren Coach gefeuert. Dennis Allen muss seinen Platz räumen. Er ist der nächste Coach, der in Season bereits gefeuert wird. Und das Ganze kam deswegen für mich ein bisschen seltsam, weil ich eigentlich gedacht habe, die Saints haben so gut begonnen das Jahr und haben dann eigentlich vor allem aufgrund von unzähligen Verletzungen einfach einen Leistungseinbruch gehabt. Und ich finde, das ist ein bisschen unfair, dass man das jetzt alles Dennis Allen umhängt. Vor allem, wenn man gesehen hat, dass man mit einem komplett toten Cap eigentlich doch etwas Gutes aufgebaut hat. Vor allem in der Offense, fand ich, war man am Anfang des Jahres sehr unter Anführungszeichen innovativ. Carsten, was glaubst du? Ist da jemand einfach ungeduldig geworden bei den Saints? Will man das vielleicht auch Ganze komplett rebuilden? Oder war Dennis Allen einfach am Ende nicht mehr der richtige Mann? Naja, Dennis Allen, der wird es, glaube ich, jetzt inzwischen hassen, mit Derek Carr zusammenzuarbeiten. Denn nachdem schon sie so bei den Raiders zusammengearbeitet haben und das sein berufliches Ende bedeutete, war es hier eigentlich genau dasselbe. Es betrifft natürlich nicht Derek Carr, es betrifft die Gesamtsituation. Du hast es gesagt, man hat stark angefangen und dann sehr stark nachgelassen. 7 Niederlagen in Folge. Und wenn du hier auf die Straße gehst, ich habe gedacht, okay, wenn meine beiden Österreicher schon die Frage stellen, wird die Frage auch kommen und sie wird garantiert gleich kommen, ja, was sagt denn der Mensch hier auf der Straße? Die sind froh, dass er weg ist. Genau das ist nämlich der Punkt. Sie haben rein theoretisch alles an Potenzial da, trotz der miserablen Cap-Situation. Aber wenn du dann eine Verletzung hast, musst du es kompensieren. Und der Fan hier spricht davon, er kriegt es einfach nicht hin und dementsprechend ist es besser, dass er weg ist. Stoney, jetzt ist dieses Coaching-Opening bei den Saints eines, das den nächsten sehr herausfordern wird. Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, die Saints sind bereits 65 Millionen über dem Cap von 2025. Das ist kein Spaß. Wer auch immer dorthin kommt, wird relativ wenig machen können, wird fast zaubern müssen, denn auch durch die vielen Restructures hat man nicht die Möglichkeit, da jetzt viel zu cutten oder sonst was. Das ist alles Dead Money sozusagen. Stoney, ist das unattraktivste Coaching-Opening der letzten Jahre, allein schon aufgrund dieser Cap-Situation? Ja, es ist, also es reizt nicht, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner daheim sitzt und sich alle Finger abschlägt und gar nicht so wegen der Cap-Situation. Es ist ja schön, wirklich, ich sag's ganz ehrlich, es ist schön für euch da draußen ist es schön. Ich glaube, das ist das nachhaltigste Format, was wir je gehabt haben, Lack. Weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, hört sich die Trash-Talk-Folgen von voriger Woche und von vorvoriger Woche und von vorvoriger Woche, da war ja mal, ihr wart ja beide sehr wieder
boah, ja, es hat ja richtig Brand in euch. Und da war die Frage, die 2-0 sind. Ich weiß noch ganz genau, das war's. Und hört sich das an, es war geil. Da haben wir uns schon richtig gefreut. Aber wem haben sie geschlagen? Ja, straight Bums. Also entweder einmal die Panthers und dann die kaputten Cowboys. Also sonst niemanden mehr und dann haben sie ja eh nur eine draufgekriegt. Das Lustige war, da habe ich ja schon gesagt, das nächste Team, was von Derek Carr in Stich lassen wird und wie es kommt, der Bub hat sich verletzt und alles ist Ding und auf einmal alles geht im Bach runter und dazu kommt eben dieser Allen, dieser lethargische Coach. Ich sag's ja ganz ehrlich, nach 7 Niederlagen in Folge, da muss die ganze Hütte brennen, ja, das ist ja klar. Kommt natürlich auch ihm ein bisschen nicht entgegen, dass vorher halt so ein charismatischer Coach mäßig dort, weißt du, so Ding und die großen Zeiten, Bounty-Gate-mäßig, aber das Bounty-Gate-Team ist ja auch nicht da. Wir haben alle im Kopf, Tracy Porter, Pick Six, Manning und rennt to the house und alle sind glücklich. Das gibt's ja dort nicht mehr. Und deshalb sage ich da ganz ehrlich, ob Cap-Situation oder nicht, Luckett, scheißegal. Es ist um keinen dort schade. Es gibt vielleicht eine Handvoll Spieler, die das verdienen, was sie verdienen sollten oder so in die Richtung und den Rest, am Rest kannst du stanzen und natürlich ist das schlecht, aber ich glaube auch, dass du dort mit billigen Leuten bessere Performance bekommst. Ich glaube, es ist überhaupt nicht schade drum. Die Saints sind wieder die Ains, deshalb Prinzip egal. Du könntest mit Free Agents und billige Leute dort sicher mehr Leistung bekommen. Also ich glaube, es ist nicht jetzt so schwer, das Team umzukrempeln, weil sie ja richtig Schrott sind, ne? Carsten, das andere Team, das ja ebenfalls schon den Trainer gefeuert hat, das sind ja die New York Jets. Und auch die haben eigentlich zukunftstechnisch ja auch sich schon vieles an Geld ausgeborgt, vieles an Picks ausgeborgt. Jetzt frage ich dich, du bist ja scheinbar dort drüben nicht nur, um auszuforschen, wie cool es New Orleans ist. Du bist definitiv auch ein Trainerkandidat bei den Saints, davon gehe ich aus. Und das jetzt frage ich so dich, jetzt, bin, oder aber, jetzt frage ich dich, Carsten. Ich rufe jetzt also die Saints an und die Jets. Welche Position ist attraktiver? Weil ich meine, beide sind unattraktiv für mich, wenn ich ehrlich sein darf. Aber welche würdest du nehmen? Das würde ich gerne am Samstagabend dir beantworten, wenn ich mit der Besitzerin essen war. Also Woody in New York, der scheint ein bisschen wirr zu sein. Vielleicht ist die 92-jährige oder 91-jährige Dame ein bisschen empfänglicher für norddeutschen Humor. Man weiß es nicht. Egal, wo ich jetzt hingehen würde, ist es natürlich Quatsch und auch meine Bewerbungsmappe ist nur ein Spaßfoto. Aber wenn so? Wir jetzt, ach ja, so, das hätte man, ja. Also du wartest nämlich noch eine Woche und dann die Dolphins. Das ist das echte Gespräch, was du hast. Ne? Ja, so in der Richtung. Ja, ja, mein Problem ist, also ich habe ja meinen Coaching-Staff zusammen, also Special Teams Koordinator via Sony. Und das ist schwierig. Also den mit anzubringen, da muss man gucken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also New York, wenn du Aaron Rodgers und keine Picks an der Backe hast, ist die Zukunft schon mal irgendwie sehr, sehr duster. So, da kannst du noch so sehr an Kröten lecken und hoffen, dass alles schön wird. Das wird da nicht mehr schön in nächster Zeit. Und bei den Saints ist es eigentlich genau dasselbe. Du hast hier eine sehr, sehr leidenschaftliche Fanbase, das durfte ich erleben, als ich gestern einfach nur gefragt habe, ich sage, wie geht's hier jetzt weiter? Und dann gucken dich wirklich Leute an und sagen, keine Ahnung, wir haben kein Geld, wir haben keine Picks, wir haben keinen Coach, wir haben ein schönes Stadion und wir haben den Super Bowl erstanden. Da habe ich gesagt, naja, das Stadion, okay, der Super Bowl, der ist jetzt auch einmaliger Event, aber, und dann gucken sie dich wirklich mit großen Augen an und sagen, ja, aber das ist von langer Hand geplante Scheiße. Und das war eine Aussage, die fand ich ziemlich hart heute Morgen beim Frühstück. Da stand so eine ältere Dame und hat mir halt erklärt, ja, wir waren einmal gut, da hatten wir die Dome Patrol, wir hatten auch mal den Opa sozusagen des aktuellsten Manning, wir hatten wirklich alles mal, was geilen Football bedeutet hat, aber jetzt haben wir es verkackt über Jahre und ich glaube, das wird auch Jahre dauern, bis du hier wieder rauskommst. Stoney, für dich auch die Frage, wenn du also jetzt Special Team Coordinator wirst, wo würdest du hingehen? Eher Jets oder Saints? Was ist attraktiver? Jeder läuft mit seinem Jets, da gehört das Martin alles, da funkelt alles, Alter. Ich möchte dorthin, Alter, Ding, ey, wow, Revis und so, ich würde den ganzen Duft dort aufsaugen und ich würde dort wieder anknüpfen, Alter, ich würde dort anknüpfen, Rex Ryan Jets, so, da, Ding, Alter, mit mir können wir es noch einmal riskieren, nicht mit dem Sala und mit dem ganzen Interims-Ding, das ist doch eher. Aber du hast ein bisschen was von Rex Ryan, von dem her finde ich das gut. Ja, gell? Obwohl Rex Ryan, das schaffe ich jetzt nicht, die Überleitung. Aber Carsten, letzte Woche, du hast dich weit aus dem Fenster gelehnt. Die Patriots haben dich dann aber auch hängen lassen. Aber das war extrem bitter und sehr, sehr knapp mit einem tollen letzten Spielzug von Drake May. Und dann hast du allerdings vollkommen wieder getroffen. Und zwar die Detroit Lions haben tatsächlich bei den Packers gewonnen und Amon Ra, dein Hochgelobter, hat sogar einen Touchdown gemacht. Jetzt frage ich mich,
Wie halten wir, wie kommen wir wieder auf Kurs zurück? Wir waren jetzt ein bisschen abgeweicht. Welche zwei Spieler sind die zwei, mit denen wir jetzt wieder raschelt im Geldbeutel? Raschelt im Geldbeutel. Wir müssen natürlich jetzt zwei Treffer landen, nicht nur einen. Und dementsprechend gehen wir erstmal mit dem sichersten Pick, nämlich mit Cooper Rush wird's verkacken. Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles. Ich wohne ja im großen, ja nein, Caesar hat hier nicht gewohnt, Stoney, der alte Hangover-Gag. Ich wohne ja im Caesars Palace und das bedeutet, ich bin vorhin ja durchgelaufen und du wirst ja dann im Casino von allen Seiten mit Wettquoten und tralala penetriert. Du wirst nicht unbedingt mit einer hohen Quote belohnt, wenn du auf die Eagles setzt, aber die Eagles werden für mich einfach ihrer Favoritenrolle gerecht, denn Dak Prescott angeblich der Hamstring sogar hinten vom Oberschenkelknochen sich ein Stück abgelöst. Also da ist wirklich Katerstimmung und da jetzt gegen die Eagles zu setzen, nur wegen der Quote auf die Cowboys, macht es keinen Sinn. Und dann bleiben wir einfach mal tatsächlich bei der NFC und sagen, die NFC wird einem AFC-Team richtig hässlich ins Gesicht treten. Und das wird in diesem Falle die Partie Cardinals gegen Jets. Ich glaube, die Jets werden zwar gut am Anfang loslegen, aber dann die Cardinals, die letzten Wochen sich massiv gesteigert, guten Football gespielt. Auch wenn, Stoney, Kyler Murray, den du mir ja so wärmst empfohlen hast, letzte Woche nur 4-5 Punkte gemacht hat und ich deswegen beinahe verloren hätte, aber egal. Kyler Murray reißt das Ruder rum, die Cardinals schlagen die Jets. Das sind meine beiden Tipps. Und auf die werde ich auch heute Abend hier ein bisschen Geld setzen. Und dann gucken wir mal, vielleicht gewinnen wir dann im Casino und dann können wir den Pott noch ein bisschen aufpolstern für einen guten Zweck. Ja, das würde mich freuen. Entweder den Pott oder du hast ein bisschen Kleingeld, damit du nur auf der Bourbon Street abfeierst. Stoney, Jets, Cardinals. Ich kann die Cardinals nicht greifen, aber ich glaube, wenn die Jets verlieren, dann, wie war es das wahrscheinlich mit dem Jahr? Ne? Dann können die eigentlich schon zudrehen. Also ganz ehrlich, es ist ja jetzt schon so, oder? Machen wir sich ja, nichts ja, vor. Also, ja, weißt du, das ist wirklich, das ist mehr jetzt ein Ding. Also bei aller Liebe, bei allen Ayahuasca hin oder her, da, was da in der dritten ist vom Aaron drinnen und so. Ich glaube, das wird jetzt schon nichts mehr, aber ich glaube auch, dass sie es verlieren werden. Ich glaube auch, dass ich sage wieder solide Tipps und ich glaube, Carsten, der Ding mit Bo Nix über 30 Pässe, der ist aufgegangen. Ja. Der ist kommen, der war ja ganz magisch letzte Woche. Also du bist auf einem guten Weg und ich glaube auch fast, das wird wieder ein Doppeltreffer vom Carsten diese Woche. Wahnsinn, versöhnliche Töne da. Ja. Zum ersten Mal auch ein Lob, jetzt was das ja, Wetten betrifft. Ja, Wahnsinn. Ja, apropos Wetten übrigens. Er lernt. Apropos Wetten und Ayahuasca, weil du gesagt hast, es gibt die ersten Quoten für die Präsidentschaftskandidaten 2028. Und ja, Aaron Rodgers ist auf der Liste. Also Aaron Rodgers ist auf der Liste, nicht weit hinter Michelle Obama. Ja. Wenn was möglich ist, dann dort. Jetzt wieder die Frage, Carsten, Upgrade oder Downgrade zu Donald Trump? Tatsächlich, also man merkt hier in den USA, es ist eine Umbruchstimmung. Aber ganz ehrlich, Aaron Rodgers als wirklich jetzt ernsthaft, lass die Kirche im Dorf. Also steht auf dem Dorfplatz und da gehört sie auch hin. Also das wäre jetzt tatsächlich, also Kamala Harris mit ihrem Gegagge hat mich ja schon wahnsinnig gemacht. Aber wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, Aaron Rodgers mit seinen Zickzack-Aussagen, ey, der wird irgendwas gefragt, das ist ja wie Olaf Scholz bei uns in Deutschland, der erzählt dann ja irgendwas vom, nee, bitte nicht, nee. Also, okay, stell dir mal vor, Aaron Rodgers Politik, das ist so, als wenn Baerbock, Habeck und Scholz in einer Person wären. Das kann nicht funktionieren. Carsten, ich stehe immer sehr auf den Entertainment-Faktor. Ich bin auch tatsächlich einer derjenigen, der sich freut, dass wir noch mehr Entertainment von Trump bekommen. Ich feiere diese Pressekonferenz. Ich schaue mir das sehr gerne an. Da bin ich ganz, ganz ohne Politik oder sonst was. Mir geht es hier nur um Entertainment. Wir gehen, apropos Entertainment. Weil was auch sehr, sehr gut war. Leben ist ein Spiel. Genau. Das, was auch immer sehr entertaining war, das waren eure Rankings am Anfang des Jahres. Da hat sich auch jemand gewünscht, dass die wiederkommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt schon die Quarterbacks gemacht. Wir haben die besten Teams gemacht, also ein Power-Ranking. Jetzt will ich allerdings wissen von euch, die schlechtesten Teams der NFL. Ich möchte wissen, wer sind diese sechs Teams in der NFL, die man de facto schon wegstreichen kann. Und wir beginnen beim Allerschlechtesten und wir beginnen bei dir, Stoney. Welches ist das schlechteste Team in der NFL, Nummer 32? Also ich glaube fast, aber da muss ich straight gehen, weil sonst heißt es ja wieder wie ein bisschen lächerlich. Also so muss nicht sein. Und ich sag's, wie es ist, das schlechteste Team in der NFL sind die Browns, weil sie sind es auch vorher gewesen und sie werden es jetzt noch auf lange Zeit sein mit dem ganzen Stuss, den wir eh auch schon. Ich sag's nochmal, das nachhaltigste Format. Schaut euch die Trash-Talk-Folgen von den letzten Wochen an. Da haben wir es erklärt, warum die Browns so viel Hugo sind, auch finanziell marode, alle Picks verhauen und so weiter und so fort. Das elendigste Team in der NFL, Cleveland Browns.
Carsten. Ich habe mich jetzt überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die auf 32 sind. Das legt dir, glaube ich, die Nummer 31 fast schon auf, oder? Was sagst du? Ich liebe meinen bärtigen Banausen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, weil wenn du mich fragen würdest, wer ist das beschissenste Team? Und dazu gehört ja auch www.beschissenesmanagement.com und da sind nun mal die Browns ganz weit vorne. Deswegen sind die noch knapp vor den Panthers. Die würde ich direkt dahinter bringen auf 31, weil allein die Situation, Bryce Young zu benchen, dann zu sagen, jetzt macht das Red Rifle, der verkackt es dann auch wieder. Das Ding hast du auch wirtschaftlich vor die Wand gefahren. Jetzt zeigt plötzlich Bryce Young, dass das doch kann. Das ist natürlich marketingtechnisch und auch coachingtechnisch die absolute Albtraumsituation. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, da müssen so viel Stellschrauben gedreht werden. Das ist ein komplettes Uhrwerk, was du da umbauen musst. Das wird schwierig. Deswegen würde ich die tatsächlich an zweitschlechtester Stelle sehen. Die Panthers werden heute noch ein bisschen Thema sein. Stoney, Nummer 30 gehört wieder dir. Wer ist Nummer 30 in der NFL? Straight, die Giants, es ist wirklich elendig, solche Spiele anzuschauen und sie sind es auch über Jahre jetzt schon und dann mit diesem Daniel Jones-Pick und den werden es auch nicht los und den haben sie sich dann noch einmal eintreten und so weiter, ist auch so, mir geht es nicht nur um dieses Jahr, sondern was geht dort ab, das ist so ein elendiges Football-Team und dann kommen es noch da, wie sie sich da in die Playoffs da reingeschmuggelt haben und so mit diesem Ding und dann wollen sie immer dabei sein, das ist alles irgendetwas, ihr sollt nicht dabei sein, ihr sollt auf Jahre jetzt scheiße sein, damit ihr ein bisschen so ein Fundament aufbaut und das gehört euch auch und dort sind sie und gehören sie auch hin. Ganz elendiger Football, der dort auch immer gespielt wird. Es ist richtig zäh und ich schaue mir jede Woche mit die zachesten Partien an, die es da gibt, aber Giants ist wirklich erbärmlich, erbärmlich. Ich bin überhaupt noch gespannt, ob wir jemals wieder mal so einen Quarterback sehen werden wie Daniel Jones, der so viele Chancen bekommt. Das ist sagenhaft. Also was hat er jetzt über 600 Tage keinen Touchdown im eigenen Stadion? Wirklich. Und da gibt's Jungs, die bekommen kein ganzes Jahr. Der bekommt gefühlt zwei Karrieren jetzt schon. Carsten, Nummer 29 gehört wieder dir, nachdem wir die beiden Deutschland-Teams abgehakt haben. Oder wie die nette Dame heute Morgen beim Frühstückskaffee zu mir sagte, "Are you from Germany? The place where the shitty bowl is happening." Und ich nur so, wow, das ist eine harte Nummer. Ich habe dann gesagt, aber wir freuen uns trotzdem drüber. Hab ihr dann die Geschichte der American Bowl-Spiele erzählt, dass wir auch zu Preseason-Spielen gehen. Und dann guckt sie mich an und sagt, yeah, it's okay, but both teams are shit. Ich so, danke. Ihr in New Orleans habt das Herz auf der Zunge. Und nicht unweit von hier, ein bisschen weiter im Süden, ist das Team, und da sind wir auch wieder bei beschissenes Management. Für mich direkt jetzt im Anschluss zu nennen, sind die Jacksonville Jaguars. Wer vorher so auf die Tonne haut, sagt, wir haben das beste Team zusammen, was die Jaguars jemals hatten. Und wir werden das Wort Super Bowl nicht sagen, aber wir werden einen tiefen Playoff-Run hinlegen. Da muss man sich tatsächlich fragen, woran hat es gelegen? Die klassische Sportfrage. Also Vorschusslorbeeren riesig, jetzt verkackt und tatsächlich, ja, Stand jetzt, ich habe es vor ein paar Wochen hier bei Trash Talk gesagt, die Jacksonville Jaguars werden einen Top-5-Pick haben und momentan spielen sie sogar um den zweiten oder vielleicht sogar den ersten Pick. Ja, das wird spannend. Übrigens, Trevor Lawrence auch fraglich fürs Spiel gegen die Vikings. Da könnte man vielleicht auch schon in Richtung Tanking gehen dann. Übrigens, sein Ersatz-Quarterback, Stoney, wer ist der Ersatz-Quarterback der Jacksonville Jaguars? Testfrage. Sag's mir. Mac Jones. Jones is a Jack. Ist das Ex-Team von Mac Jones ein Anwärter auf Platz 28? Ich hätte Blake Bortles gesagt. Nein, aber weil die Patriots, weißt du, die sind bei mir sowieso, die stehen auf einem eigenen Podest, wirklich, die kann man nur, also hier ist er, hier der Carsten, ich weiß noch, wie er sie mir gelobt hat, und wow, wie wir, die Patriots, die sind richtig heiß, Gatorade-Dusche nach Woche 1, ein hottes Team, aber ich sag's euch ganz ehrlich, und das ist meine Meinung, und ich sag's, wie es ist, vielleicht nicht dieses Jahr in Ranking jetzt, aber bei mir kommen jetzt an die San Francisco 49ers und ich sage euch auch warum. Die Erfolge der Niners kommen noch aus Zeiten wie mit den Cowboys, wo Salary Cap und so weiter keine Rolle gespielt hat, wo Jerry Rice und so weiter umeinander gerannt sind. Sie sind auch straight bums. Sie haben nur die Fresse offen, 100.000 Super Bowl Runs und gewinnen es einfach nicht. Und jetzt wird es langsam einmal irgendwann einmal, ja, erbärmlich. Sage ich ganz ehrlich, sind auch irgendwas stottern jetzt so dahin. Jetzt sind wieder alle irgendwie verletzt. Irgendwie ist dort immer alles verletzt. Jetzt stehen es 4-4 in einer bam, 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 prügelharten NFC. Maybe, dass sie überhaupt nicht einmal die Playoffs erreichen, kann auch sein, aber wenn, es ist irgendetwas. Und die 49ers, ganz ehrlich, das sind auch die hören den Schuss vom Bug nicht, weil sie sich da immer irgendwie so durchmarscheln und so weiter. Das ist auch so ein Ding, das ist ein overratedes Team.
Deshalb bei mir kommen dort die Niners, weil sie eigentlich vom Potenzial her woanders hin können, aber sie sind einfach, vielleicht sind sie sorry ass Loser, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie diese Loser-Mentality, die jetzt so, so vielleicht, sie gewinnen es einfach nicht, sie können den ganzen Weg nicht gehen, deshalb die 49ers, wow, gehören dort richtig dazu. Stoney, kurze Frage, du weißt schon, das ist dieses Team mit dem goldenen Helm und dem runden so Logo drauf. Ja, mit dem Ding, ja, Gold und so, Goldsucher und so, von dem kommt das, ja genau. Ich meine, das Team, wo du mir noch gesagt hast, wer was, der eigentlich ein Steve Young sein hätte sollen, ich glaube Dalton oder irgendwem hast du mir schon als zweiten Steve Young empfohlen dieses Jahr, hast du noch gesagt, Tour. Es ging um die Skylar Thompson oder so. Skylar Thompson war Steve Young. Es sind die 49ers. Die sind elendig. Sie können den Weg nicht gehen. Und was, ich glaube, er wollte sie einfach erwähnen in dieser Show diese Woche. Sie können dazu zu den schlechtesten Teams. Es gibt, macht das Finale. Ich bin ja gespannt. Schaffen es die Dolphins da jetzt rein schon? Oder müssen wir, sind es dann doch so Teams wie die Saints, die Dolphins, Titans? Cool. Oder, alles cool. Was sagst du? Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Also, was? Warum? Sie sind einfach overrated. Overrated. Ich finde es ein geiler Take, weil er hat nicht unrecht im Ding, was er sagt. Es stimmt doch, ehrlich. Vor allem, die sind 4-4 wirklich. Die kommen wahrscheinlich nicht in die Playoffs. Ja. Danke. Nein, das ist nur so geil. Wir reden über Teams, die wirtschaftlich wirklich im Arsch sind, wo alles nicht läuft. Und dann sitzt da der bärtige Banause aus Wien und sagt, oh, 49ers, ganz klar. Von den Ansprüchen. Ja, es gemessen an den Ansprüchen und an den Erwartungen spielen sie schon eine schlechte Saison. Danke, danke. Ich müsste mich jetzt, wenn ich noch einen machen soll, müsste ich mich entscheiden zwischen Tennessee Titans, aber wenn ich jetzt rein theoretisch von meinem Yoda aus Wien, also von Sony aufgeklärt werde, wie man in einem Power-Ranking... Nein, du kannst machen, wie du willst. Nein. Das ist keine Meinung. Pass auf, ist ja so, du hast ich ja... Ich liebe diese Rankings, wir müssen das jede Woche machen. Ich schwöre, ich liebe es. Jetzt hat sich die Messlatte ja komplett verändert. Es hat sich eigentlich nicht nur die Messlatte durch Sonys Aussage verändert, es hat sich die Sportart verändert. Und dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle jetzt einfach mal direkt hinterher schießen. New York Jets. New York Jets basieren auf der Tatsache, wenn ich Stonys Erwartungshaltung nehme, dann sind sie eigentlich Super Bowl-Contender gewesen. Selbst ernannt. Und trotz, wir holen noch den dazu und wir holen noch den dazu und wir holen noch den dazu, dann geben wir den wieder ab, ist da komplettes Chaos. Und wenn du mal ganz ehrlich guckst, wo die in der Division stehen, die Bills sind, die sind schon weg, die holen die gar nicht mehr ein. Das wäre tatsächlich dann für mich jetzt im stonischen Universum des Power Rankings, würde ich dann die 49ers gleich Händchen halten mit Aaron Rodgers und den Jets stellen. Finde ich gut. Also es hat ein bisschen braucht, bis er auftaucht, bis ihr euch aufwärmt, aber dann haben wir das Ranking noch perfekt abgeschlossen. Freut mich riesig. Ich bin mir sicher, jeder einzelne Zuseher wird das genauso sehen. Stoney, du warst gerade... Stoney, du warst gerade so gut in Form und du bist heute auch voll am Austeilen und sehr, sehr oft in deinem Fantasy-Corner fragen wir dich ja, wen soll man holen, wen soll man halten, etc. Ich möchte heute von dir drei Spieler haben, die droppable sind. Aber nicht so, weil es denen nicht so Leute wie, keine Ahnung, Tank Bigsby oder so. Ich möchte, dass du mir ein bisschen Schärfe da reinbringst, weil in unserem Podcast bin ich immer derjenige, der die großen Namen rausfeuert und du sagst mir so, halten. Ich will drei Namen hören, die gedroppt werden können. Let's go. Also bitte zum einleitenden Lack, das können wir sagen, diese Bigsbys müssen weg, ist eh klar, jetzt haben wir Etienne, Pittman muss weg und so weiter, Kmetz und so weiter, aber es muss auch Caleb weg, Back-to-Back unter 10 Fantasy-Punkte. Ich weiß, ihr habt kurz an ihn geglaubt, da er überhaupt in der Deutschland-Phase oder London-Phase, die er da gehabt hat, weg, brauchen wir nicht. Genauso Zach Moss, droppable, Chase Brown hat übernommen, wir haben es vor 2 Wochen gesagt, aber ist jetzt ein wirklich Raketenstart in der Offense, muss sein. Und dann... Vielleicht überraschend, weil er eine Zeit lang so ein bisschen das Kopfball rausgesteckt hat, aber die Oakland, sind nicht mehr die Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, sind genauso schlecht wie die Oakland Raiders und Madison gehört da gleich dazu, ist eine Broken Offense und ihr könnt auch auf Madison verzichten, ihr werdet euch jede Woche dann immer fragen, ja oder nein, cuttet ihn, haut ihn raus, droppt ihn, weil dann habt ihr nicht mehr dieses Gehirngespinst, dass es vielleicht nochmal schafft, eine Performance, die von vor 3 Wochen war. Die konserviert man nicht im Fantasy, du lebst sein Today-Game, kein Tomorrow oder Yesterday Game. Und Madison sollte bei euch im Kader ein Yesterday sein, deshalb droppt ihn. Ob Oakland oder Las Vegas Raiders, weg.
Ja, das glaube ich auch, dass man die alle droppen kann. Aber Stoney, eine Frage da noch zum Nachhaken. Khalil Herbert ist jetzt bei den Bengals und Moss ja dementsprechend weg. Ist Khalil Herbert einer, den man auf dem Zettel haben sollte? Wird der eine Konkurrenz für Chase Brown? Okay. Wir kommen auch noch weiter zu unserem letzten Thema und natürlich müssen auch wir, weil jeder, der in Deutschland irgendwas mit Football zu tun hat, redet die Woche über dieses Deutschlandspiel und wir werden auch drüber reden müssen, aber vielleicht ein bisschen anders. Wir schauen einmal, weil sportlich gesehen ist es natürlich, der Carsten hat schon vorher gesagt, in New Orleans reden sie von der Toilet Bowl oder die Shitty Bowl. Es ist natürlich die Toilet Bowl und man muss auch ehrlich sagen, ich habe mir heute so ein bisschen auch die Social Media Kanäle angeschaut von NFL Deutschland etc. Da gab es zum Beispiel einen Post, wo das Spiel auf Madden sozusagen simuliert worden ist und dann hat einer geschrieben, ah, das ist doch alles scheiße, jetzt hört auf, das künstlich zu hypen. Carsten, eine Rede von dir an all jene, die sagen, das ist ein Kackspiel und das ist eine Freche, dass sie uns das da hinschicken. Ich möchte eine Rede von dir haben, motiviere die Leute, sich dieses Spiel anzuschauen und sich zu freuen, dass die NFL in Deutschland ist. So, an alle da draußen. Es ist ein Kackspiel, das steht außer Frage. Das spielt tatsächlich Elend gegen Not. Gelumpel gegen Gehumpel. Also es ist aber eben das große Problem der NFL. Du stellst einen Spielplan auf und ja, du weißt halt rein theoretisch nur eine grobe Tendenz. Könnten die vielleicht okay sein oder könnten sie vielleicht rein theoretisch sogar gut sein? Jetzt ist es alles anders gekommen. Aber eine Sache ist völlig klar und das ist für mich der wichtigste Punkt. Ich bin damals gerade mit dem Führerschein ausgestattet nach Berlin hin und wieder zurückgefahren, um mir den American Bowl anzugucken. Das waren Preseason-Spiele. Da hat die dritte Garde gegen die vierte Garde gespielt. Und trotzdem war das Olympiastadion voll, weil es für uns ein Footballfest war. Und deswegen können wir Deutschen und Österreicher und auch Schweizer froh sein, dass wir überhaupt ein NFL-Spiel haben. Jetzt ist es anders gekommen. Die Teams haben sich für den deutschen Markt beworben. Da Carolina Panthers wusste keiner, was passiert. Und ich durfte damals mit Luke Kuechly und allen für die Carolina Panthers in Berlin mit ganz viel Liebe erleben, wie die Panthers sich um den deutschen Markt bemühen. Deswegen ist es gut, dass sie da sind. Sportlich gesehen sind sie jetzt nicht da, sondern den sportlichen Anspruch lassen sie zu Hause in Carolina. Den finden sie vielleicht zur nächsten Saison. Das kann alles sein. Aber es ist ein Footballfest. Und seien wir auch ganz ehrlich, wir haben es gesehen, als Brady da war. Wir haben es immer wieder gesehen, auch in London. Das sind Fans von 32 unterschiedlichen Teams, die da im Stadion sind. Deswegen lass uns das einfach als Footballfest sehen und dankbar sein, dass wir ein reguläres Saisonspiel haben. Und das ist für mich das Wichtigste. Jetzt haben wir einmal Pech, dafür hatten wir aber auch zwei, dreimal Glück. Und insofern Augen zu, hingehen, genießen und dann ja, haben wir ein Footballfest. Carsten, ich bleibe aber trotzdem noch bei dir. Und zwar, was mich auch interessiert ist, wie wird denn Deutschland von den amerikanischen Footballfans wahrgenommen? Ist das mehr so etwas, wo man sagt, ja, ist okay, kriegen die auch mal hier und da ein paar Spiele? Oder ist Deutschland tatsächlich etwas, was da oder gekommen ist, um zu bleiben? Weil hier und da erlebt man es vielleicht auch, wir in Österreich selber haben das vielleicht hier und da bemerkt, der Football-Hype war vielleicht fast schon auf einem All-Time-High. Vielleicht kommen wir auf dieses Hoch nie wieder hin. Das ab und zu kann man das vielleicht auch, wenn man sich die Quoten hier und da anschaut, könnte man das vermuten. Was sagst du, Carsten? Und vor allem, wie wird Deutschland eben als Markt wahrgenommen bei den amerikanischen Fans? Der Amerikaner an sich sagt, das heißt National Football League. Das war jetzt egal, wo ich war, egal, ob ich jetzt mit Roman in Philadelphia kommentieren durfte oder jetzt auch hier in New Orleans. Ich habe natürlich gestern Abend ganz viele Fans gefragt. Ich habe gesagt, sag mal, meine blöde Frage, wie seht ihr das eigentlich mit den International Games? Und ich fasse mal die Antworten der Leute zusammen mit einer Geste. Das war der hier. Die haben ganz klipp und klar gesagt, wir nehmen einem NFL-Team, also den Fans, ein Heimspiel weg, damit in München, Frankfurt, London gespielt werden kann. Das ist ja ein- oder zweimal okay. Aber diese massive Expansionspolitik, die hier betrieben wird, kommt bei den Fans nicht gut an. Für uns ist es natürlich großartig, wenn wir zwei Deutschlandspiele haben. Aber für den NFL-Fan hier war dann, ich sag mal so, the icing on the cake war, als Mr. Goodell sagte, wir können ja auch noch den Super Bowl irgendwo ans andere Ende der Welt verschiffen. Da brannte hier und hier brennt tatsächlich immer noch der Baum. Also jetzt noch Tokio und was da alles in den Köpfen rumschwirrt. Es ist ja gut und schön, aber wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. Die Fans hier haben diesen Sport groß gemacht. Die Fans hier zahlen horrende Preise für Dauerkarten. Und wenn du denen dann ein Spiel wegnimmst, dann hängt bei denen der Haussegen schief. Ja, wunderbar. Stoney, deine Advice für all jene, die im Stadion sind und Fantasy-Football spielen. Wir zwei haben da eine Regel.
bitte, diese jetzt hier nochmal zu präsentieren an all jene, die diese noch nicht kennen, wenn man ein NFL-Spiel live sieht. Darf ich was Normales auch noch sagen? Bitte, ja, sag noch was Normales. Ich wollte nur sagen, danke dafür an alle NFL-Fans, die den Sport groß gemacht haben, aber ich sage es trotzdem noch immer. Letztes Jahr hat man zum Beispiel ein Carolina Panthers Heimspiel um $1 das Ticket haben können. Ich glaube, der Flug hat kostet 6,80 oder so irgendwas. Also um 6,81 wäre ich im Stadion gesessen und hat auch keinen interessiert. Und ich sage trotzdem auch, dieses Spiel jetzt, ja, und ich verstehe das, ich verstehe das. Das ist ja auch dieses Supercup-Finale nach Saudi-Arabien etc. verkaufen, aber jetzt rein von dem her, was das Einzugsgebiet von diesem Spiel jetzt ist und wie viele Leute dort auf den Beinen sein werden, wird es der NFL scheißegal sein, weil denen interessiert das nicht, ob das jetzt ein New York Giants Heimmatch oder ein elendiges Panthers Heimspiel. Es kommen dort viel mehr Leute hin, viel mehr Trara und viel mehr, ich sage jetzt einmal, Aufmerksamkeit auf dieses Game, weil das hätte in Amerika auch niemand interessiert. Sondern der Typ, den ich das grüße jetzt da von Wien straight im 11. Bezirk auf die Bourbon Street, der das so macht zu diesem Spiel, du hättest das nicht angeschaut. Du hättest das nicht angeschaut, also ist es scheißegal, was du drüber sagst. Wurscht. Und den Großen wird sowieso immer scheißegal sein, was wir denken, weil die wollen Kohle machen und die machst du dort natürlich massig. Und deshalb, ich sage auch, jeder, der dort sitzt, der zerlackt, komme ich zu dem. Erst einmal seid nicht traurig, weil ihr seid trotzdem. Ihr seid Neighbors. Ihr seid Brooks. Vielleicht werdet ihr in 100.000 Jahren reden, dass ihr vielleicht den vielleicht besten Running Back in der NFL in seinem ersten Game vielleicht am Feld, who knows? Who knows? Und gerade diese Spiele, wo man sich nichts erwartet und wo, ja, man jetzt davon ausgeht, es wird ein 5-2 und jeder fragt sich, wann hat so ein Ergebnis geben im Football. Wird auf einmal der 30-28, weil keiner weiß, was los ist und es Bubu Gaga und alles bricht zusammen. Also es ist alles möglich. Es ist Football und das ist mein Advice. Generell geht's einmal mit der Attitude dorthin. Und wenn ihr Fantasy spielt, glaubt alle auf, die es irgendwie gibt, die man irgendwie haben kann. Und da gehören eben diese Chats und was weiß der Kuckuck, gehören alle dazu. Jeden, den ich spielen kann, wenn ich ihn live sehe, zack, zack, hole ich ihn. Und dann streame ich diese Woche Daniel Jones, wo er eine Flasche ist. Aber hey, gegen die Panthers ist was möglich. Why not? Why not? Und auch Bryce Young könnte die Giants zerlegen. Es ist einfach möglich und deshalb scheißt euch nichts. Ist geil und ich weiß auch noch, Luckett, wie wir in München waren, da war auch nicht alles Gold, was glänzt, überhaupt sind Dinge, aber das ist von Stadt zu Stadt wahrscheinlich verschieden. Uns hat einfach nur aufgeregt, dass alle Lokale bumm voll waren, weil vielleicht das ja, zu das klein war für so viele Leute, aber das Erlebnis dort und ich weiß, bitte kommt's mir jetzt nicht, Brady und Dickie Metcalf, das ist was anderes als New York und Panthers und so. Ja, ist es was anderes, aber das Erlebnis dort war Wahnsinn und ich werde auch dort sitzen und werde blown away sein, überhaupt für alle, die es zum ersten Mal live sind. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist, wirst du nie vergessen. Ist sicher mörderisch. Mörderisch am Sonntag dieses Spiel. Absolut richtig. Kann ich auch nur unterschreiben. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lustig vor allem auch. Und das, was ich auch immer an diesen International Games mag, ist die Stimmung. Da ist echt jeder zum Feiern dort. Da hast du dann ja eben vor allem sehr, sehr oft auch Menschen natürlich, die aus Tschechien daherkommen, aus Polen, aus Spanien, von den umliegenden Ländern auch noch. Das ist immer auch eine europäische Party. Und für die ist das alles ein absoluter Traum, der da wahr wird. Und dementsprechend gut ist die Stimmung dann in den Stadien und vor allem in Deutschland auch. Ja, das war's auch schon wieder von Trash Talk. Der Carsten bleibt für uns noch in New Orleans. Hoffentlich kriegen wir ihn nächste Woche noch. Wenn nicht, steht er wieder an der Seitenlinie bei den New Orleans Saints. Ich habe das richtig bildlich vor mir. Und ja, Carsten, lass dich nicht über den Tisch ziehen, gell? Also wegen der Gehaltsforderung, da meine ich. Ja, also ich... Was nichts kostet, ist nichts wert. Eben, deswegen ist der Punkt, ich sage einfach hier, für ein bisschen Gambo, ein bisschen Essen und dann geht das schon, hör mal. Irgendwie, wir einigen uns schon. Nein, ich komme schon wieder nach Hause, macht euch keine Sorgen, denn wir müssen ja am 1.12. ist ja das Wichtigste überhaupt, denn da ist ja auch International Game in Wien, da spielen wir ja den Turkey Bowl, also den Truthahn Bowl und da muss ich natürlich da sein. Das muss ich dann hier den Saints auch sagen. Das hat Priorität. Genau so ist es. Schreibt sich das nochmal hinter die Ohrwaschel. Am 1.12. ist es soweit um 14 Uhr. Gibt es einen Livestream. All die Informationen dazu gibt es vor allem auf unserem YouTube-Kanal. Gibt es allerdings natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Schaut dort einfach einmal vorbei. Alles Weitere steht unten in der Beschreibung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir wünschen all denen, die es aufs Deutschlandspiel schaffen, toi, 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 viel Spaß und ja, happy alles. Ciao, ciao.